eine Einleitung, Freunde, denn heute ist wieder Day of the Day und zwar veröffentliche ich heute meine nächste Lecture, meine zweite Lecture und es geht los nach dem Intro. Das war ja wirklich mal eine krasse Einleitung, Leute. Wie hat euch gefallen? 1 bis 10 in den Kommentaren, bitte. Und genau, heute kommt meine zweite Lecture raus. Meine zweite Lecture ist nämlich eine One-Coin-Lecture. Das heißt, manchmal braucht man nämlich ja nur eine einzige Münze, um die Zuschauer zu verblüffen. Und für die Leute, die nämlich jetzt schon bei uns die letzte Lecture gekauft haben, die One-Coin-Lecture, die können sich auch noch mal eine Münze dazu kaufen. Dann haben sie nämlich noch eine Münze und können damit auch mit den Shells arbeiten. Von daher Win-Win für alle heute. Und warum? Ich zeige euch nämlich am Ende noch was. Und zwar haben wir noch ein kleines Angebot für euch. Also ein kleines Startangebot dafür. Und genau, let's go. Zuallererst, was ist sozusagen so eine One-Coin-Lecture? Eine One-Coin-Lecture ist im Grunde genommen eine Münze. Nicht nur eine Münze, wir haben nämlich heute noch, ich habe nämlich ein paar Sachen, die ich euch sagen kann. Und zwar sind nämlich... ist nämlich dort nicht nur eine Münze mitgeliefert, sondern ich habe immer das Problem, Leute. Ich habe immer das Problem, wenn ich irgendwie irgendwo kaufe, eine Münze oder so, bei irgendwelchen Händlern oder so, die auch noch sagen, Zaubermünze hier, das. Und dann kriege ich die Münze, aber weiß nicht, was ich damit machen soll. Und das Problem habt ihr nicht, denn ihr kriegt doch gleichzeitig eine One-Coin-Routine on top und einen Bonus-Vanish und den Profi-Tipp, wie ich es schaffe, jedes Mal mit den simpelsten Tricks, die ihr nachmachen könnt, beeindrucken kann. Und das, obwohl die Tricks super einfach sind. Dieser Tipp verändert wirklich eure Zauberkunst und euer Timing, alles Mögliche. Also ein bisschen ins Theorie gehen wir auch noch. Und das ist das Gute. Ihr habt nämlich nicht nur die Münze, sondern auch gleich noch ein kleines Set, was ihr machen könnt mit dieser Münze, wo ihr, das Video geht 12 Minuten und nach diesen 12 Minuten könnt ihr mit dieser Münze rausgehen auf die Straße und könnt dann da vorführen. Also natürlich ein bisschen üben, ne? Aber wenn ihr dann nämlich rausgeht mit der Münze, ihr wollt, glaube ich, nicht die Münze so in der Hosentasche einfach so packen. Deswegen haben wir dort auch noch eine Lösung für euch. Und zwar gibt es immer, ab jetzt, bei jeder Lecture ist das jetzt auch der Fall, also auch schon bei den Shell-Lectures, bei der Shell-Lecture bekommt ihr jetzt nämlich auch schon immer so einen Sandbeutel mitgeliefert. Dazu zeige ich euch alles später, so den Lieferumfang und alles. Und genau, von daher, ihr erhaltet nicht nur eine Münze, sondern auch ein Tutorial, also eine ganze One-Coin-Routine, so wie ich die tatsächlich auch auf der Straße schon, ich habe die schon noch nicht auf der Straße vorgeführt, aber ich habe die so schon vorgeführt, aber nicht auf der Straße, und wie ich sie auch vorführen würde, mit einem krassen Bonus-Vanish. Und ihr bekommt noch einen Profi-Tipp und als wäre das nicht schon genug, bekommt ihr noch einen geilen Sandbeutel, oder so ein Beutel auf jeden Fall dazu, wo ihr diese Münze reinpacken könnt und eure zukünftigen Münzen. Und wenn ihr schon die Shell-Lecture mal bei uns bestellt habt, vor, ich glaube, ein paar Wochen, dann habt ihr da auch gleich was, wo ihr das reinpacken könnt. Wir gucken uns einmal an, wie bekommt ihr das Ganze geliefert. Okay, ich habe nämlich jetzt hier das Beispiel. Das ist jetzt in dem Fall die Shell Lecture, okay? So würde das dann aussehen. Ihr bekommt natürlich alles hier nochmal so Safety in so einer Tasche, sag ich jetzt mal. Da drin habt ihr das Tutorial und den Sandbeutel. Und wir gucken ja jetzt mal rein. Wir haben jetzt hier das. Das Tutorial will ich jetzt natürlich nicht leaken.
Das habt ihr auf jeden Fall dann. Hier irgendwie, ne? Mit QR-Code und allem drum und dran und Code, was ihr braucht. Und dann habt ihr hier so einen Beutel. Und ich finde das ziemlich cool, weil ich weiß immer nicht, wenn ich auch Münzen bestelle, dann habe ich ganz viele Münzen bestellt und weiß dann nicht, wo ich die hinpacken soll. Und allgemein weiß ich nicht, wo ich die Münzen lagern soll. Ihr habt das Problem jetzt nicht. Wir haben euch gefühlt alle Probleme schon vorweggenommen. Ihr wisst nämlich, wenn ihr die Münze bekommt, was ihr damit machen sollt. Und ihr habt sogar einen Beutel. Und ihr habt noch einen Profi-Tipp, falls ihr einfache Techniken habt, aber trotzdem damit eure Zuschauer so richtig krass verblüffen wollt. Und genau, wir schauen hier einmal mal rein. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Na gut. Und hier drin haben wir die Münze. In dem Fall ist es jetzt die Münze der Shell Lecture. Und die, wie ihr seht, ist auch nochmal so extra in so einem, wie nennt man das, so einem Münzenaufbewahrungsding, ist es nochmal extra geschützt, damit ihr wirklich alles geschützt habt und dann auch noch den Beutel und so. Ihr könnt privat natürlich eure Münzen auch hier reinpacken, aber das ist allgemein hauptsächlich auch für den Versand. Und dadurch wirkt das Ganze nochmal ein bisschen optischer besser, wenn man das so auspackt und so. Von daher, wir arbeiten wirklich ins Detail bei unseren Lectures. Erstmal muss man natürlich die Box aufbekommen. Eigentlich ist das kein Rätsel, aber eigentlich ist das jetzt gerade hier schon ein Rätsel. Und dann hat man die offen. Und dann hat dann hier seine Münze und halt alle Münzen drin. Das heißt, wenn ihr das Ganze bekommt, habt ihr das Ganze hier, die Münze so geschützt. Die Münze ist dann noch in einem coolen Sandbeutel. Den Sandbeutel ist verschlossen. Dann haben wir hier das Ganze mit dem Tutorial. Und nochmal so eine Folie oder was auch, so ein Plastikdingens hier außenrum und dann bekommt ihr das Ganze genauso geliefert. Das gleiche ist das natürlich, das ist hier die Shell Lecture, aber das gleiche ist natürlich dann bei der OneCoin Lecture. Da bekommt ihr einen Morgendollar mitgeliefert und bekommt ein ausführliches Tutorial, wie schon gesagt. Das heißt, nochmal gesagt, die Probleme, die ich immer hatte, habt ihr jetzt nicht. Und zwar war das einmal kein Aufbewahrungsmittel und zweitens wusste ich immer nicht, was ich damit machen soll. Und diese beiden Probleme habt ihr jetzt nicht und ihr habt sogar noch ein Problem vorweggenommen, weil wenn ihr zaubert und ihr wollt vor Leuten zaubern, dann merkt ihr so, dann denkt ihr euch vielleicht so, okay, ein French Drop, das foolt die nicht weg, aber ich habe eine Möglichkeit, wie der French Drop wegfoolt, nämlich der Bonus Vanish, den ich euch zeige und der Profi-Tipp, da könnt ihr jeden einfachen Vanish und jeden einfachen Trick viel spannender machen, indem ihr die Zuschauer psychisch beeinflusst, also sag ich mal, nutzt ihr die Psyche der Zuschauer aus, damit die noch mehr gefoolt sind und nicht hier in der Hand verdächtigen und so. Und das ist der Tipp. Leute, jetzt schauen wir einmal rein hier an meinem iPad. Was ist das Ganze eigentlich? Und ihr seht schon, ich gehe jetzt hier auf die Rubrik Lectures. Da findet ihr das Ganze, ihr findet das Ganze auch unter Downloads, aber nicht unter Downloads, unter Handmade, weil das natürlich auch in der Hand ein Produkt trotzdem ist. Und hier sehen wir schon, es ist direkt schon im Angebot. Es ist ein günstiger Preis und dann auch noch günstig im Angebot. Und genau, wir schauen einfach erstmal rein. Daneben haben wir übrigens auch die Shell Lecture, die ist jetzt wieder verfügbar. Also wenn ihr dort noch zuschlagen wollt, wir haben die jetzt noch 5-mal zur Verfügung. Und genau. Also, hier, ihr seht schon direkt Angebot. Die Lecture kostet 8,99 €, ist relativ günstig für das, was ihr bekommt. Münze, Beutel, One-Coin-Routine, Bonus Vanish, 12-minütiges Tutorial und nach 12 Minuten. Die Sache ist die, mir war wichtig, dass sowas mit One-Coin und sowas nicht zu lange dauert, damit ihr guckt 12 Minuten, übt währenddessen das, was ich euch sage, so Step-by-Step mitmachen, danach geht ihr auf die Straße und könnt einen Trick machen. So ist das Ganze gedacht. Und das heißt, es ist so ein Kaufen, Gucken, Lernen können. Genau. Wir haben nämlich ganze 5 Dinger davon vorrätig, weil ihr beim letzten Mal bei den Shells so ganz so schnell wart. Haben wir jetzt ganze 5 für euch im Vorrat und ihr könnt euch die holen. Ihr könnt die auch für einen Freund mitkaufen. Und diesmal braucht ihr nämlich tatsächlich kein Code. Das war nämlich, da haben wir gelernt raus, dass das auch so geht. Und genau. Wir haben jetzt hier einmal das erste Bild.
Das ist Münze mit dem Beutel direkt, damit man auch sieht, dass da ein Beutel mitgeliefert ist. Dann haben wir hier nochmal extra so separat die Münze. Genau das ist die Münze, die ihr, geliefert bekommt. Und hier Münze im Beutel und hier nochmal das andere Bild separat. Und wir lesen uns erstmal, hier oben brauchen wir den Text gar nicht durchlesen, weil der kommt gleich unten nochmal. Jedenfalls One Coin bei Jamie und Julian. Verblüffen geht doch nur mit einer Münze. Lecture inklusive Morgendollar, Replikat und Aufbewahrungsbeutel. Du möchtest deine Zuschauer verblüffen? Tatsächlich brauchst du dafür überhaupt kein Gimmick, bei dem du zudem noch auf vieles achten musst. Du brauchst nur eine Münze. Du brauchst nur diese eine Münze, eine Routine und dich selbst. Die in dem mitgelieferten Tutorial gezeigten Effekte reichen aus und deine Zuschauer sind verzaubert. Wir bieten dir ein Set Münze, Beutel und Tutorial, mit dem du nach ein wenig Übung deine Zuschauer stark beeindrucken kannst. Zum Transport deiner Münze bekommst du von uns auch noch einen Beutel, um die ebenfalls mitgelieferte Münze aufzubewahren. Lerne in 12 Minuten alles, um deine Zuschauer bis ins kleinste Detail zu verblüffen und das nur mit einer Münze. In dieser 12-minütigen Lecture lernst du eine komplette One-Coin-Routine von vorne bis hinten detailliert erklärt. Ihr lernt in dieser One-Coin-Routine 3 Techniken, wie ihr Münzen erscheinen lassen könnt und 3 Techniken, wie ihr Münzen verschwinden lassen könnt. Zudem bekommt ihr einen Bonus-Vanish mit an die Hand, den ihr übrigens auch noch zeigen könnt, wenn der Zuschauer nach der One-Coin-Routine sagt, ey, hier Zugabe, dann könnt ihr noch diesen Vanish zeigen. Und ihr bekommt meinen Profi-Tipp, wie ich Zuschauer noch stärker verzaubere und das mit Techniken, die du nachmachen kannst. Das ist der Profi-Tipp, den ich erwähnt habe. Weiterhin erhältst du mit dem Kauf von OneCoin bei Jamie und Julian ein Morgendollar-Replikat und einen Aufbewahrungsbeutel, damit du direkt loslegen kannst. Trage so deine Münze immer geschützt bei dir. Du kannst deine Zuschauer auf ganz einfache Weise täuschen. Nur mit einer Münze. Lieferumfang, Morgendollar, Replikat, Aufbewahrungsbeutel, 12-minütiges Tutorial in Deutsch. Das ist doch mal eine kurze, knappe, geile. Wie nennt man das? Erklärung des Ganzen. Leute, den Trailer habt ihr ja schon gesehen. Ist auf jeden Fall ein krasses Ding geworden. Und ihr spart ganze 2 Euro. Und das, obwohl diese Lecture schon relativ günstig ist. 8,99. Und jetzt zahlt ihr 6,99, Leute. Das sind aufgerundet 7 Euro. Und mit Versand seid ihr etwas über 10 Euro. Ungefähr 11 Euro seid ihr dann da weg. Von daher habt ihr 10 Euro oder 11 Euro Taschengeld noch zur Verfügung. Schaut da vorbei. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Und auch für die Leute, die in die Zauberei einsteigen wollen, ist es das Beste, was ich euch empfehlen kann. So eine Münze. Und auch wenn du da draußen jetzt schon die Shell Lecture besitzt, kauf dir doch gerne eine zweite Münze dazu und lern noch eine coole One-Coin-Routine. Und das ist wirklich so das, was man auch in der Münzmagie mindestens einmal, naja, einmal reicht auch, in seinem Repertoire haben sollte. Und zwar eine One-Coin-Routine. Das war's, das Ganze. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Schlagt jetzt zu. Ich kann euch genau das empfehlen. 2 Probleme, die ich immer hatte, waren, ich wusste nicht, wie ich es aufbewahren sollte. Und ich wusste nicht, was ich damit machen soll mit der Münze. Die beiden Probleme habt ihr nicht. Ihr bekommt noch einen Profi-Tipp. Spart 2 Euro noch diesen Monat. Und schlagt zu. 5 verfügbar. Wir haben jetzt mehr verfügbar als beim letzten Mal. Schlagt zu, Leute. Jetzt. Mit keinem Code, sondern in der Videobeschreibung findet ihr den Link direkt dazu und dann let's go, Leute! Bevor es ausverkauft ist, nur solange der Vorrat reicht, Leute. Das war's mit dem Video. Liken, kommentieren, abonnieren und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Magic Moments Online hat jetzt übrigens auch TikTok. Den Link ist in der Videobeschreibung und dann ciao!